Oh, hier krabbelt was. Kann man hier raus? Oha. Da sind doch wieder Spinnen, oder? Lecco Pano. Ich höre dieses Gekraxel schon. Ist das eklig. Da kriege ich direkt wieder einen Erpelparker. Da kriege ich direkt wieder den Erpelparker. Also ganz schön was los da oben. Wow. Ja, aber viel drin gewesen jetzt. Muss ich schon sagen. Kann man alles zu Kohle machen, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Geld braucht man immer. Halt so. Das wäre noch cool. Vorbei. Okay, ich gehe wieder. Und sie warten vor der Tür auf mich. Ja, herzlichen Glückwunsch. Doch nicht. Ja, ich bin wieder da. Habt ihr mich vermisst? Au. Geh weg. Muhaha. Leben. Erstmal immer leben. Echt jetzt? Die hätte ich so kaputt gekriegt. Boah, leck mich am Popo. Ja, ganz toll. Rezept für Ambrosia. Baldris Wurzel und Windwurz. Okay. Sagt euch den Weg blockierender Spinnennetz mit Waffen oder Magie. Ja. Oder dem Feuer, was man einfach mal legt. Versehentlich. Das gucken wir uns alles später an. Die Hölle ist da drinnen gewesen. Echt jetzt? Im Bett schlafen gehen? Denke nicht, dass ich das jetzt gerade möchte. Okay. Hallo. Zauberbuch Psychose. Von 100, leck mich am Arsch. Habe ich aber was zu suchen, ey. So, können wir schon irgendwas? Rosia, ja. Baldris Wurzel fehlt uns. Baldris Wurzel fehlt uns. Aber wir haben ja auch. Machen wir erstmal nicht. Erstmal ein bisschen weiter gehen hier.
Bild mal weg, er ist ja eklig. Wenn er es nicht am Rücken packt, ist doof. Das war ja bei Skyrim selber auch schon so, leider. Alles fit, mach's gut, ne? Grüß schön! Wir sehen uns! Was? Warum? Echt jetzt? Lauf mal ein Stück, zack, tot. Achtung. Naja. Genau, nehmen wir einfach mal den Zettel für alle anderen weg. Weiß drauf, die können ruhig verrecken. Grüße. Zack. Ich brutzel dir den Arsch. Knusprige Ziegenkeule gibt's heute zum Abendessen. Schön Ding. Mora Tapinella. Fisch. Ja. Ja. Perfekter Angler. Einfach mehr, einfach schwimmen gehen und einsammeln die Dinger. Das soll mir mal einer nachmachen. Kiste. Okay. Melodie, Melodie. Ah, guck mal. Da ist wohl der Bewohner. Ja, ich würde gern. Komm mal rüber hier. Lass uns mal unterhalten. Haha. Daneben. Au, au, au. Das ist gemein. Schon unhöflich. Gut, da ich dich beklaut habe, ist auch nicht höflich. Ich geb's ja zu. Ist das nicht kalt im Wasser so? Aber es sah so verlassen aus. Ich dachte, es gehört keinem. Ha, komm her. Du auch. Hier war noch ein großer Fisch im Wasser. Da. Wo ist er? Da. Ah, Mordsteil. Ein Lachs war das. So. Jetzt nehme ich dir alles weg. Aber das interessiert dich ja jetzt eh nicht mehr. Eichern nicht vergessen. Oben ist noch ein Dorf gewesen. Was heißt ein Dorf? Ein Lager gewesen. Da werde ich bestimmt auch wieder angegriffen.
ob man nicht ranschleichen kann. Ja, in gewissem Maße. Der andere Kamerad hat mich wenigstens mal getroffen. Nicht, dass ich mich jetzt beschweren möchte, aber der hat definitiv besser geschossen wie du. Die Höhle kannte ich auch nicht. Ein Versteck. Uhu. So eine kleine Pisskiste, weißt du? Zwei Dinger. Lockt mehr Schaden mit dem Schild. Elementarzauber kosten weniger Mana. Das klingt doch sehr gut. Das klingt doch sehr gut. Shift ausrüsten. Und dich nehmen wir mit. Ah! Oha. Erstmal Knochen brechen, sagst du. Und dich auch einsammeln. Nach dem Rösten. Sieht nicht so aus. Das sieht nicht so aus. Jetzt muss ich mich eigentlich selber geröstet haben. Im Wasser stehen und schön Blitze reinballern. Okay. Wieso habe ich das Gefühl, ich kriege jetzt voll auf die Schnauze, wenn ich da hingehe? Alles nur Lebensenergie hier. Da sind aber ein paar mehr. Come on.
Sieht ein bisschen bescheuert aus, wie du läufst, aber weh tut's bestimmt trotzdem, wenn du mich triffst. Oh, ja, falsch rum. Wirklich, jetzt habe ich das Schild abgelegt. Ach komm, scheiß drauf. Rösten mit beiden Händen. Gut, was soll man an Knochen wirklich rösten? Ja. Au! Boah, das scheppert aber richtig so. Wenn man das mit beiden Händen macht. Muss ich nur gucken, dass ich mehr Mana kriege. Dass ich das auch vernünftig nutzen kann. Waren das nicht noch mehr? Oh, da sind noch welche. Holla die Waldfee. Wo sitze? Da. Eigentlich auch direkt Favoriten. Hier bin ich vorher auch noch nicht gewesen, das ist mir auch neu. Beim ersten Durchlauf. Bin ja sowieso noch nie, weit nicht überall gewesen, aber... Oh, da haben sie mich gesehen. Komm ich da rüber? Ah, schade. Von wo hat der geschossen? Von da oben. Au! Merde! Komm her! Drei Stück sind es insgesamt noch. Ist das so ein Heilbaum? Ja, sehr gut. Nehme ich. Da unten steht einer. Hier so, leck mich am Popo. Ganz schön was los hier. Gut, die kommen nicht runter. Oh, da habe ich aber doof gestanden jetzt. Ah, oh, jetzt kommst du daher. Euer Ernst? Die Nummer war jetzt mal richtig arschig. Mein Freund. Ja, komm her. Oh, wie das Leben runtergeht von dem. Mann, Mann, Mann. Aber mein Mana auch leider. Bist du jetzt von da oben runtergekommen oder bist du, dass der da hinten war? Au. Muhahaha. Ja, warte da oben. Ich komm mal eben dich gleich besuchen. Warte, warte, warte. Ich komm. Keine Panik. Ich weiß schon, wo du bist. Hab gesehen, wie ich da hinkomme. Ist okay, ist okay, ist okay. Guck mal, da haben wir noch so ein Ding. Hallo? Arsch. War hier noch einer? Nein. Hörte sich so an. Es hörte sich so an, als hätte hier noch irgendwas geklappert. Hallo. Okay, dass ich diese Einzelteile verkauft habe, ist wahrscheinlich nicht so gut, oder? Kann man die noch gebrauchen? Wenn die jetzt sogar in so einer Kiste eingeschlossen sind? So. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um hier.
aber Buch Totenhauch. Was ist denn Totenhauch? Müssen wir gleich mal gucken. Zauberbuch Totenhauch. Lambis, okay. Totenhauch. Ein Sog aus dunkler Macht, der 10 Punkte Entropie-Schaden verursacht, euch allerdings ebenfalls Lebensenergie kostet. Echt jetzt? Was ist das denn für eine Scheiße? Fügt Kreaturen und Menschen über 8 Sekunden 2 Magie-Schaden zu. Trefft ihr das Ziel 3-mal mit Psychose, wird es mesmerisiert und erhält Resistenz-Mali, deren Höhe von eurer Psionik absteht. Abhängt. Lebensabsorption. Absorbiert 3 Punkte Leben vom Ziel. Kann nur auf ein... Okay. Hab das alles schon angeguckt. Das sind alles so Sachen. Ne, die will ich noch nicht. Nicht, dass ich da irgendwelche Punkte vergeude. Für irgendeinen Scheiß, den man gar nicht gebrauchen kann. War das gerade schimmliger Käse? So. Ich kann es nur immer wieder sagen, hätte ich jetzt diesen Mehrtragen, sage ich mal, Code nicht benutzt, würde ich jetzt kotzen wahrscheinlich. Weil ich 3/4 der Sachen hier einfach liegen lassen müsste. Gut, auch wenn man hier Trommeln und so einen Scheiß eigentlich nicht mitnehmen muss. Aber ja, man kriegt dafür alles Kohle. Von daher... Ja. So. Die Hälfte des Schiffes haben wir durchsucht. Hier unten noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Dann gehen wir mal in die andere Hälfte. Das Knister nervt. Lehrbuch Zweihandkampf, okay. Sieht ja momentan nicht so aus, als würde ich mich für Kampf entscheiden. Für Schwertkampf zumindest nicht. So. Da geht's. Was war das? Habe ich mir jetzt was eingebildet? Ja, scheint so. Das war hell. Kürbis. Spinnen, welche Überraschung.
Gut, da habe ich aber richtig auf die Fresse gekriegt jetzt. Da sollte ich mich dann vielleicht doch mal kurz heilen, so ein bisschen. Das geht aber lange. So dauert aber lange. War ich mit den Kürbissen, glaube ich, besser bedient, oder? Aber die schiebe ich jetzt nicht nur hinterher. Ich vergeude ja jetzt nicht meine Ressourcen hier. Wäre schön blöde. Irgendwie habe ich hier... Hier war irgendwas. Ja. Ja, genau. Da oben war irgendwas. Da muss ich... Aber erstmal hier... Da hinten ist ein Troll gewesen, meine ich. Folge dem Blut und du findest den Tod. Ha. Ja, einfach mal ein bisschen langsamer gehen. Da hockt er da hinten. Will ich den kaputt machen? Gibt EP, ne? Probieren wir es einfach mal. Wölfe sind auch noch da, ja, herzlichen Glück. Ach, scheiße, er hat mich gesehen. Nein! Lass mich in Ruhe! Seid ihr Scheißviecher. Ja, hör auf zu jaulen und komm her. Da. Ja, drei Stück, ey. Ah, bevor ich da gleich reinrenne, erstmal kaputt machen. Hallo? Ich bin hier. Wo rennt der denn hin, ey? Mach's gut! Waren es nicht drei? Wo ist denn der dritte hin? Die wollen mich doch verarschen. Oh, was ist das denn? Oh, ein Bär. Na, erstmal die... Wölfe, Hunde, was auch immer. Soll ich jetzt echt darunter, dass sie wiederkommen oder was? Komm her. Hier. Holt euch euer Fässchen ab. Ich bin hier. Hallo. Hundis. Komm her. Was ist das?
Warum mache ich Wasserspuren? Ist ja gar nicht gruselig. Da hinten steht er am Wasser. Ist der hier hingerannt? Da oben ist er. Hallo, bleib hier, komm her. Da ist er. So, den ersten habe ich. Der andere will nicht wiederkommen. Okay. Dann gehen wir erstmal in die Höhle. In die Höhle, in die Ruine, was auch immer das ist. Das ist nicht wenig Blut. Egal. So. Auf geht's. Ach, das war der Troll, das sah aus wie ein Stein. So, ich habe keinen Schaden genommen, also brauche ich das auch nicht benutzen.